Ja, guten Morgen, meine Lieben. Wir haben jetzt hier 8 Uhr früh in Alanya und ich habe gerade ein paar Sachen noch ausgeräumt von unserer Wohnung. Und schaut mal, was hier blüht. Mein Kaktus kriegt eine Blüte. Also sowas, ja. Wunderschön. Da sage ich mal wieder Danke zu Gott. Dieses Video handelt davon, von mir, von euch. Ich habe ein paar Sachen, die ich zu viel habe. Das hier zum Beispiel ist so Strandklappstühle, die kann man auch als Liegen verwenden. Dann habe ich noch Kabelreste. Die hatte ich alle in meiner Wohnung in der Aqua. Und das war zu viel. Müllabfuhr kommt gerade. Ein LKW. Also heute muss ich noch zur Werkstatt, meine Klima muss repariert werden und die warten schon, da gehe ich jetzt hin. Wozu jetzt dieses Video? Dieses Video ist dafür da, weil es doch so viele schäbige Neider gibt. Ja? Neid ist etwas total Schäbiges, das können nur Assis haben. Ja? Das können nur Assis haben. Übrigens, dieses Auto hier ist auch sehr schön. Ist aber nicht meins, ist aber echt sehr schön, gefällt mir. Aber ich kann in so flache Autos nicht reinhocken. Ich brauche hohe Autos, wie mein Vito. Ich brauche Autos, wo ich reinsteigen kann, weil da würde ich nie mehr rauskommen. Dazu bin ich, glaube ich, zu dick. Also Leute, auch hier, schauen wir uns doch mal einfach mal irgendwas an. Hier, ja, hier, Werkzeug, ja. Durch was habe ich das mir zugelegt? Ja. Oder hier für meine Familie so ein Kajak. Ja. Das war ein Schnäppchen, hat nur 6.000 Lira gekostet, habe ich gleich zugelangt. Und jetzt kostet es 24. Nach 2 Wochen kostet es 24. Geil, oder? Dann hier Schrauben, jede einzelne Schraube. Wie habe ich das gemacht, dass ich das alles habe? Hier mein Café, oben die Galerie, die ganzen Bilder. Wie habe ich das gemacht? An die ganzen Neider. Ja? Durch Fleiß. Ja? Durch Fleiß. Ja? Heute ist Montag, 8 Uhr früh, während ihr wahrscheinlich noch rumliegt und faul dahin sieht, ja? Und jammert, wieso alle irgendwie irgendwas erreichen, wieso alle irgendwas schaffen. Ja? Ich liege übrigens auch sehr gerne faul rum. Zum Beispiel Sonntag darf mich keiner vor 12 Uhr wecken. Ja? Aber man muss schon was tun. Ja? Man muss schon was tun, um ein bisschen was zu erreichen. Um ein Auto zu haben, um eine schöne Wohnung zu haben, um eine Familie zu haben. Das kostet alles Geld. Ja? Das kostet alles Geld. Eine Frau fällt nicht vom Himmel, so, jetzt bin ich da und jetzt gehörst du mir, obwohl du faul und fett bist und doof bist. Nein, du musst schon was dafür tun, ja. Faul und fett und doof, habe ich jetzt damit mich gemeint? Ach, weiß ich gar nicht, ist auch egal. Bin ich ja eh. Leute, aber ihr könnt es ja eh nicht, ich will immer jedem helfen, auch den neidischen Bastarden, ja, den neidischen Volltrotteln, ja. Wenn ihr auch fleißig wärt, ja, wenn ihr auch fleißig wärt, wenn ihr auch wie ich hunderte Male hier Leute abholt und ihnen Wohnungen zeigt, hunderte Male und sie dann zufriedenstellt und das richtige Passende findet, alles ordentlich dann abschließt. Wenn ihr das auch machen würdet, ich meine, es ist wirklich, sagen wir mal, 300 Mal mindestens rumgefahren, ja, 300 Mal. Da rechne mal die Zeit aus, was du da ausgegeben hast, rechne mal Sprit aus, rechne mal deine Gehirnzellen aus, deine Gespräche, die du geführt hast, Kommunikation und dann auch die Wohnungen zu arrangieren, das ist alles Arbeit, ja. Viele kommen hierher und meinen gleich, Makler, ich muss Makler machen, ob mit Lizenz oder ohne, also meistens ja ohne, meinen gleich Makler zu machen und meinen, das ist einfach. Ja? Das ist nicht einfach. Du musst, das Allerwichtigste ist, du musst gute Objekte haben. Ja?
und ordentliche Leute, mit denen du arbeitest, ja. Wehe, du hast da mal irgendeinen Idioten, der dann irgendwie das dann jemand anders verkauft und du hast da schon Anzahlungen gemacht und was ist denn dann? Lauter so Probleme. Du musst mit ordentlichen Leuten zusammenarbeiten, die ihr Wort halten. Du musst fleißig sein, wenn du schon gar nicht fleißig sein kannst. Du musst auch ein bisschen, es klingt jetzt blöd, wenn ich sage, wenn du nach etwas ausschauen musst, weil ich habe ja, ich habe immer das Gleiche an und du musst aber trotzdem schauen, dass du nicht mit Jogginghosen kommst oder was weiß ich, ungepflegt oder was auch immer. Ja? Du musst schon schauen, dass du schon 4 Stunden auf den Beinen sein kannst und rumlaufen kannst und ein bisschen gesundheitlich fit bist und dein Körper noch nicht zugrunde gesoffen hast oder was auch immer kaputt geraucht hast. Du musst schon fit sein, du musst fleißig sein. Das Allerwichtigste ist Fleiß. Ja? Merkt euch diese Worte, von nichts kommt nichts. Ja? Von nichts kommt nichts. An meine langjährigen Zuschauer, die kennen ja ein paar solche Videos von mir, wo ich versuche, das zu erklären. Und auch die Story da von dem einen Milliardär, da wird er gefragt vom Reporter, wie haben Sie es geschafft? Was war der Hauptgrund, wie Sie dann das geschafft haben? Ja? Und dann sagt er 10 Zentimeter. Dann sagt er, was 10 Zentimeter? 10 Zentimeter, was verstehe ich nicht. Einfach deinen Arsch hochbekommen. Ja? 10 Zentimeter den Arsch hochbekommen und arbeiten. Fleißig sein. Ja? Aber nein, unsere Gesellschaft ist voll mit super neidischen Säcken, ja? Die meinen, ach, was der Ali kann, das kann ich auch, das kann ich schon lange. Da gibt es so viele, die das gemeint haben. Mensch, wirklich so als würde ich, als wäre alles so einfach. Komisch, ne? Nicht? Und dann gibt es welche, die meinen, durch Schlechtreden der anderen ihrer Arbeit erreichen sie selber was. Ja, habe ich auch so viel erlebt. Es sind alle gekommen und wieder gegangen und haben jetzt gar nichts. Irgendwie haben sie ihre Strafe von Gott bekommen. Aber auch euch gebe ich noch, habe ich noch Hoffnung. Und wenn ihr fleißig seid und ordentlich, ohne andere schlecht machen zu müssen, ohne auf diese fiese, dumme Art das versucht, vielleicht schafft ihr es noch, ja? Vielleicht schafft ihr es noch. Also Fleiß ist das Wichtigste. Wixi. Ja, und dann schaust du dich um, boah, geil, ich habe alle Werkzeuge, ich habe ein Auto, ein geiles Auto, eine geile Familie, ich habe das und oh geil, dann kommt halt das Ergebnis. Ich habe Blüten hier, Pflanzen, dies, das, Bilder, massig Bilder. Und dann merkst du, boah, das ist Fleiß. Verstehst du? Das ist Fleiß. Wenn einer natürlich krank, also behindert ist, ja, und das nicht kann, dann tut es mir leid, da muss natürlich der Staat dann solche Leute mit unterstützen. Und aus dem Grund auch eine Solidaritätsabgabe von jedem verlangen. Ich unterstütze genug Leute, aber zahle auch meine Solidaritätsabgabe dafür natürlich auch. Und aber die könnten aber nicht wollen, ja? Und dann nur jammern, ja? Ich sage einfach weg, weg. Viele, die hier irgendwie aus irgendwelchen Gründen irgendwas nicht geschafft haben, sind dann an dem Tag, wenn sie dann zurückfliegen, ja, am Tag der Landung sofort kannst auf die Uhr schauen, zack, kommt ein Video gegen Alanya. Ja. Solche Verräter, das gibt's nicht mehr. Es gibt solche Verräter, die, wenn sie hier sind, ach, ist alles so schön, alles toll, und dann zack, landen sie in Alanya, in Deutschland, ja, gleich zack, bumm, kannst auf die Uhr schauen, kommt ein Video gegen Alanya mit so vielen Lügen, und dann nennt sich das Ganze dann Alanya News, ja. So was Schäbiges, so ist ja kein Wunder, dass du dann so ausschaust, wie du ausschaust, dass du dann so bist, wie du bist. So was Schäbiges. Und dann, diese Personen haben hier natürlich auch als Makler versucht. Nicht eine einzige Wohnung haben sie verkauft. Ja, kein Wunder, wenn du mit Leuten arbeitest, die viel zu überteuertes Scheißdreck an den Mann bringen wollen, dann einen Idioten gefunden haben, den sie das anbieten können. Ja? Und der dann halt nicht mal eine Wohnung hier verkauft. Ja? Und dann kommt natürlich wieder der Neid. Ja? Ich bin sogar noch gut zu diesen Leuten. Ich gebe denen mein Quad ausgeliehen. Ich lade sie zum Essen ein.
und so weiter und so weiter. Und zack, bumm, wirst du wieder verraten, Ali. Da wirst du wieder verraten. Das ist bei schäbigen, dummen Menschen, die merken ja nicht mal, dass sie dumm sind, ja. Ist das so? Ist das so? Und Leute, wirklich, Fleiß. Siehst du einen Samen, dann kannst du was dann wachsen sehen. Kannst du ernten oder dich erfreuen an den Blüten. Siehst du nichts, ich mache lieber nichts, ja, dann hast du auch nichts. Ja. Und Deutschland sieht man ja diese Betongärten, diese neue Art der Gartenbebauung. Das ist so erschreckend und traurig. Traurig für die Tierwelt dort, traurig für die Insekten dort, traurig fürs Auge der Menschen, ja, die sich erfreuen an schönen Blumen und so weiter. Ja. Und Deutschland muss dermaßen, also dermaßen müssen sie den Leuten ins Ding gemacht haben, ja, dass sie zu solchen schäbigen Neidern werden, ja, dann zu solchen schäbigen Verrätern werden, ja, und das ganze System gar keinen Sinn mehr hat. Ja. Ich werde darüber jetzt ein Video machen, weil viele vergessen, was da mit dem C-Problem war, viele vergessen, was die uns da für Lügen aufgetischt haben, und die Faulen, die sich nicht drum informieren wollten, ob das stimmt oder nicht, die Faulen jetzt, ja, und stell dir mal vor, ich hätte einen Betongarten, ey Alter, stell dir mal vor, ich hätte einen Betongarten, wie blöd müsste ich sein, ja, stellt euch mal vor, ich hätte einen Betongarten, ja. Stellt euch mal vor, ich hätte einen Betongarten. Ich wäre jemand, der einen Betongarten hat, also ein fauler Sack. Fauler Sack, der nichts machen will, stellt euch mal vor. Und dann kriegst du ein Geschenk mit dieser Blüte. So, ich muss weitermachen. Ich muss mein Auto leerräumen und dann geht's. Klimaanlage reparieren. Heute kommen wieder ein paar Freunde oder frühere Kunden und wir trinken einen Kaffee und euch liebe Grüße, passt auf euch auf, vergiss nicht, von nichts kommt nichts, ja, von nichts kommt nichts, okay, und von bösen Taten kommen böse Ergebnisse, versteht ihr, ja, und man sieht es ja euch schon, wie ihr dahin kaputt geht, wie ihr dahin, was auch immer, ja, auch euer Gehirn, nachts könnt ihr nicht schlafen, weil ihr merkt, ihr seid saudumm und ihr wisst es und ihr findet keinen Ausweg. Doch, doch, macht dir Linien. So und so, das möchte ich heute machen, das möchte ich morgen machen und das Lästern, Dummschwätzen und so weiter will ich nie mehr machen, musst du dir sagen, ja, dann kommst du vielleicht zu etwas. Ich hab Leute, die haben so viel Zeit und Energie investiert, um über Leute zu hetzen, über wem auch immer, ja, und statt, dass sie diese Zeit nutzen, um was Positives zu machen, ja, verstehe ich einfach nicht. Leute, ohne Scheiß, ihr, meine Zuschauer, mögen ja nicht so sein, ja, aber es gibt wirklich Leute, die sind so. Leute, es ist traurig, ja, es gibt wirklich Leute, die sind Verräter, das sind dümmste Verräter der Welt, ja. Und schade, dass ich immer wieder das merken muss, ja, und den Leuten doch wieder mal eine Chance gebe und dann doch wieder verraten werde, ja. Das ist unfassbar, unfassbar. Ja, also morgen möchte ich dieses ganz spezielle Video machen, um jeden eine fette Ohrfeige zu geben, dass er mal aufwacht aus dem System, vor allem natürlich in Deutschland, ja, Sklavensystem, arbeiten, arbeiten am Fließband, 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 das ist was für dumme Leute. Wie viel Gehirn brauchst du, um von hier ein Stück dahin zu tun und das dann wieder am Ende alles aufzuräumen? Wie viel Gehirn? Gar keine. Also das ist für faule Leute. Wenn du aber dich ein bisschen bilden willst, wenn du ein bisschen Energie investierst, könntest du die ganze Welt verändern, die ganze Welt retten, Menschen helfen, aber nein, Faulheit, Faulheit. Und ich werde auch Videos machen über manche
Verräter luschen, ja, Verräter, die hier, ach, so toll, so schön, und dann landen sie und gleich am gleichen Tag sofort kommt ein Video, wie blöd es doch hier ist, wie korrupt doch die Beamten sind. IKAMET gibt es nicht mehr, also Aufenthaltserlaubnis gibt es nicht für Leute, die 6 Jahre hier waren oder was auch immer. Du weißt doch gar nicht, was sie für einen Dreck am Stecken haben. Ja? Vielleicht sind sie vorbestraft. Weißt du doch gar nicht. Ja? Solche schwachsinnige Sachen verbreiten. Ja? Meine Kunden haben alle IKAMET bekommen. Wir gehen den Weg des IKAMETs. Ja? Keine Ahnung, wie du deine Leute beratest oder dein Bekanntheitsgrad. Vergiss nicht, Osmose. Prinzip. Vergiss nicht Osmose-Prinzip. Ja? Ach Leute, alles so einfach eigentlich. Ja? Und als Dank für den Fleiß gibt es nicht nur die Ergebnisse, sondern es gibt auch von Gott ein Geschenk, dass du dich dann wohlfühlst. Wenn du dann nach Hause kommst und dich hinhockst, dir was zum Essen machst, dann fühlst du dich wohl. Ich habe was geleistet heute. Versteht ihr? Ja? Nicht schlafen. Okay, also liebe Grüße. Grüße an alle Fleißigen. Grüße an alle, die nicht schäbig Verräter sind, schäbige Verräter sind. Grüße an alle, die Lebenskraft haben und was machen, was bewegen. Ja? Grüße an euch alle. Liebe Grüße. Fühlt euch gedrückt. Und lasst euch von solchen schäbigen Verrätern und Losern und Dummschwätzern nicht runterziehen, okay? Die werden das immer bleiben, weil sie einfach faule Säcke sind. Liebe Grüße. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Teşekkürler. So, das war hart, aber es ist für euch alle gut und für mich auch und alles besser, qualitativ, viel mehr Sicherheit für euch. Sowas darf man nicht wieder verlieren. Es war anstrengend, sehr anstrengend.